So, kriegst du auch gleich wieder. Und dann wiederbeleben, dank des tollen Sarongs, den ich gekauft habe. Mensch, das waren ja mal 8000, ne, die sich gelohnt haben. Also, es muss ja auch mal für was gut sein. Ja. Komm mal ran auf Meter. Muss mal ganz kurz gucken, warum ich schon wieder überladen bin. Ich bin überladen. Kannst du gleich immer noch machen. Komm immer ran auf Meter. Dann kann ich schon mal weiterlaufen. Den schon wieder mitgenommen. Tolles. Bäh. Die Kamera gerade. Hier liegt da noch. Ach ja, diese scheiß Fallenaktion hier und sowas. Im Anmund. Ja, ja, es kommt alles wieder. Es kommt alles wieder. Wer läuft nun in die alte Falle hinein? Der wird der Erste sein. Auch falsch. So, wie verbrennen wir das Ding jetzt? Ich schieße einen Feuerpfeil drauf. Okay. Wie wär's damit? Davon habe ich doch so viele. Sonst nehme ich einen Feuerball. Da ist. Es kriegt auf jeden Fall Schaden. Durch Schaden? So, wir machen alles richtig. Okay, und zurück. Es ist verwundbar! Haben wir das nicht gemacht? Anscheinend nicht. Aber ich hab's auch voll vergessen, dass man die verbrennen muss. Ich hab das auch nur vorhin durch den Questlog erfahren. So, einmal hochheilen. Und das Ganze nochmal. Und das Ganze dann nochmal. Stitch in time, eh, friend? Okay. Wir können ja auch noch mal kurz bevor wir den ansprechen, schon unsere Viecherchen spawnen. Jo. Weil der Bosskampf geht ja erst los, wenn wir dem Typen die Dings geben. Dass er auf ewig Miezekatze bleibt. Ja, ja. So, das heißt, ich spreche an. Weiter. Ich könnte auch jetzt auf Ende drücken. Ich beschwöre jetzt Skelett. Bin es auch da. Gut. Sie hat auch nicht mehr diesen Unverwundbarkeitsgedöns dran. Oh, Quatsch nicht. Nicht mal. Okay. Krieg ich noch ein bisschen. Alles auf eine Runde fast runter. WTF. Es könnte noch was abfangen. So, Ahu, überspring deinen Zug. Du kannst nichts. Ich wollte gerade sagen, was treibt der da eigentlich? Er bufft. Immer noch in diesem Scheiß Käfig. Er könnte uns buffen, aber hey. Andere Sache, was wäre eigentlich passiert, hätten wir uns für die andere Seite entschieden, dass wir ihn hätten umgebracht. Hätten wir ihn dann im Käfig bekämpft, oder? Nee, wir hätten ihn ins Heiß hier. Das ist wohl der schwerste Kampf im ganzen Spiel. Das hatte ich irgendwann zwischendurch schon mal gegoogelt. Stimmt, da hatten wir, meine ich, mal was, ne? Ja. Also einen schwierigeren Kampf gibt es nicht. Ach, der kann aber nichts. Die alte Miezekatze kann höchstens Wollknäule hochkotzen. Ja. Fellknäuel. Da! Wirken tun mit dir auch, aber Wolle, sehr, ist mir egal. Wolle fressen die ja nicht. Mag keine Katzen. Sollst du nicht essen? Was für? Ich? Ja, schön, dass ihr da wart.
Ja, das ist wie so ein Kindergeburtstag. Ja. Wir waren mal da. Dafür ist es noch ein Zug und ich kann sie wieder beschwören. Wenigstens etwas. Peng. Ja. Das ist schon ein bisschen kacke, ne? reden wir nicht drüber, ne? Aber ich krieg Schaden. Stehe ich denn da wirklich drin, Mann? So. Es ist ein bisschen Bluttropfen da, ja. Ja, ja. Hey. Mitten im Brutzel-Effekt halt reinspawnen ist natürlich auch nicht so das Beste. Aber naja, es ist nicht instant betäubt. Wenigstens seid ihr nicht betäubt. Du bist ja auch nicht betäubt, obwohl du direkt drin stehst. Mhm. Aber sie kriegt Schaden, yay! Nö. Und spawnt gleich ihre ganzen scheiß Viecher. Jo. Ja, vielleicht auch noch reinrennen können und betäubt sein. Oder? Dann mal dahinter teleportieren, aber bitte nicht in den Blitz rein. Nicht betäubt, sehr gut. Glück gehabt. Oder können? Nee, nee, Glück gehabt. Au. Da geht mehr Skelett, häng dich mal rein. Genau, so muss das aussehen. Halt am Boden, anzählen, anzählen. Weil ich hier die Blitze gemacht habe, können die alle gar nicht zu uns kommen, weil es ist Taktik. Es ist einfach mit mehr Glück als Taktik. Das war geplant. Als ob. Keiner von den Nachkämpfern kann ja, gut rankommen. Alle rennen sie rein. Jesus. Und die Katze auch, deswegen kann sie keinen Scheiß Katze. Die Katze ist betäubt, darf aber immer noch nicht ihren Zug überspringen. Wir müssen den Zug immer noch abwarten. Ach, halt die KI, da kann ich nichts für. Ja, ja. Konnte ich ja nicht ahnen. Es hat aufgehört zu brutzeln. Soll ich nochmal nachlegen? Ja, sicher, auf wie. Okay. Wer der Einzige, der davon betroffen ist. Das Wasser ist nicht mehr leitfähig, es ist offiziell vorbei. Okay. Könntest du es einfrieren, dass sie sich alle auf die Fresse legen, ja? Mm. Your bones snap like twigs. Sie liegt so gut am Boden. Kriegt auf jeden Fall Schaden. Jo. Meine Tante jetzt, die ist ja eh gestunt, ich wollte gerade sagen. Hau sie weg! Bin dabei! Hau weg! Bin dabei! Schon wieder umgefallen! Ja. Oh Gott, er schon wieder. Oh, Katze, wann lernst du es endlich? Start den Käfig an! Start immer noch. Starren ist nicht sehr effektiv. Ich habe übrigens schon wieder keine Musik. Fällt mir gerade auf. Entweder hat die aufgehört oder das. Mir fehlt irgendwie so der Chor, der mir die ganze Zeit ins Ohr brüllt. Zählt nicht als Beschwörung, verdammt. Wollte ich tatsächlich mal Beschwörung vernichten. Hat nicht so geklappt. Die Zombies oder? Ja, ja. Juhu. Da ist es wieder. Und wen hat betäubt? Richtig, dich. Ich wollte schon gerade Last hitten, Mensch. Die spawnen noch alle, ist ja schön. Alles richtig gemacht. Ja, ich stehe hier immer noch im Brutzel für mich hin. Bausatz für Bogen Teil 3, den Griff. Ja, damit. So. Jetzt erstmal gucken, was ich hier so bekommen habe. Siehst du, ich habe noch mein Lehrmeisterzeug auch noch angehabt. Ach, das kann
kann ich auch nur kombinieren. Das kann ich gar nicht. Ich dachte, das könnte man lesen. Aber... Bauerstahl fest umwickelt. Aufwendig gefärbten Leinenstreifen. Damit selbst die verschwitzte Hand Halt findet. Aha. Mhm. Kann ich jetzt mit meinem Bogen kombinieren, aber irgendwie weiß ich immer nicht, ob der Bogen jetzt so toll ist, ob sich das so lohnt. Weißt du, das ist dieses typische, man will es da nicht ausgeben und dann klatscht man den Endboss um und dann braucht man es nicht mehr. Ja. So, ist denn der Ahu jetzt hier weg oder? Ne, der ist da nicht. Nee, den muss er gleich noch befreien. Du hast bestimmt einen Schlüssel jetzt, ne? Ja, ja. Währenddessen Wolgraf einfach die ganze Zeit da hinten Schaden nimmt. Oh, das ist nicht schlimm. Das ist ja nur Wolgraf. Noch was? Nee. Wir haben jetzt auch wieder so einen Sternstein gekriegt. So. Ja, die Frage, wie viel braucht man jetzt überhaupt, um... Keine Ahnung, ich würde es halt gleich wieder versuchen, halt durch die Tür zu kommen. Da. Cassandra. She is no more. The woman who gave me a new soul. The woman I loved. The sweet girl once ruined by her demonic brother. Es musste sein, Mann. Es musste sein, Mann. Though it pains me still. All I can do is remind myself that the true Cassandra died the day Brachus took her down into his dungeons. Still, to remind oneself is easy. To accept is not. But let not my torn heart belittle your triumph, Hunter. The Lich is no more, and these woods will wake from a nightmare spun over centuries. I thank you for freeing me and freeing Phantom Forest. Now please, let me return to the shelter plane and gather my thoughts. It has been a long, tough day. Ja, okay. Wir folgen dir. Hoffentlich. Finally, it has come to an end, if a bittersweet one. So. Ja, aber IP! Auf zum Ende der Zeit. Und wieder? Ja, der ist jetzt bestimmt wieder da. Willst ja nur seine Wiederbelebungsrollen haben. Auch. Nein, wir haben jetzt Wolgraf, der auch wiederbeleben kann. Ich brauche Wiederbelebungsrollen, wenn ich Wolgraf wiederbeleben muss. Boah, ich wurde mal nicht getroffen. Krass. Jetzt ist er hier auch als Mieze. Welcome. Welcome! So, gleich erstmal die Dinger holen. Gucken wir mal, ob er noch irgendwas Interessantes hier hat, aber ich glaube nicht. Nope. So, Weil sonst noch was zu erzählen? Ich habe von der Beziehung zwischen Sandalore und den Hexenschwestern erfahren. Ihr habt mir gesagt, dass ihr keine Ahnung hättet, um wen es sich bei den Fremden handelt. Warten wir schon. Das heißt, okay. Lass uns über Köln hier Geschäfte reden. Nee. Wollte er sich jetzt gerade verwandeln und das klappte nicht, oder? Ich hab keine Ahnung. Er glitschte freudig durch den Stuhl. Aber wenn, müssen wir hier mit der weißen Hexe reden. Denn die ist doch hier mit... Ja. Mit den Seelenstein Zandalor verfolge. Ich sag immer noch dasselbe, ich brauch mehr. Okay. Sicher, dass wir noch mehr brauchen? Ahnung. Ich würde halt sonst jetzt sagen, so testen wir mal. Wir erst ein Item bekommen. Ja, aber ich weiß halt auch nicht, wie viel wir brauchen, ne? Genug? Quellentempel-Eingang. Zurück können wir uns ja immer noch zu den anderen komischen Tempel da teleportieren und versuchen halt gegen irgendwelche Dämonenviecher da anzukämpfen. Ja, da wird uns wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben. Wir haben halt die Hauptquest noch nicht hundertprozentig abgeschlossen. Ja, wir erinnern uns ja noch nicht. Eines voran. Woran soll ich mich denn erinnern? An Mufasa. Ja, afrikanische Trommeln einfügen. Once more, a great great one. Your ascension. Ja, nee, abgeschlossen. Okay.
Wo ist dieser Tempel gewesen? Ich glaube, es war irgendwo im Lukula-Wald. Das. Jo. Da müssen wir zum Schwarzen Tor. Das heißt, wir müssen Kathedrale im Makellosen hin. Da. Das ist ein bisschen näher dran. Hast du denn einen Bogen mit Tenebrium? Ja. Okay. Hab ich. Soll ich den anlegen? Wäre dann vielleicht schon mal ein bisschen sinnig. Els rüsten. Hab ich. Gibt's da keinen anderen Weg hin? Du hast das ausgesucht. Ist das eine Kacke? Ich glaube, wir nehmen lieber den anderen Weg, weil da müssen wir nicht um diese Fallen herum. Also auf nach Silbertal. Das ist aber auch echt nicht in diesem Wüstengebiet halt irgendwo mal im Wegpunkt stand, ne? Ja, ich habe mal ganz kurz so geguckt. Wir hatten wie viele? 8? Warte. 6 hattest du, ich hab 9 haben wir jetzt, ne? 1, 2, 3, 6 sehe ich jetzt hier. 6 hast du? Aber hattest du mir nicht eingegeben? Ich meine? Vielleicht vorm Speichern? Inaktiver Stein ist das doch, ja, ne? Ich hab da sogar 2 von. Das heißt, da haben wir 8. Und was sagt Google, wie viel brauchen wir? 10 bis 12. Okay. Also er weiß es nicht genau, er schreibt 10 oder 12 waren's. Sollen wir die Makellosen hier umklatschen? Nein, die mögen uns doch. Okay. Na, Stufe 13, die geben doch nicht mal EP. Ja, doch, geben schon EP, aber halt nicht so viel. Du bist ja nicht zu dem Makellosen. Ja. Dein Makellos rein. Ich kann mir auch vorstellen, dass in der Höhle des Trollkönigs wahrscheinlich auch nochmal eine sein wird. Weißt du? Wo war's, Entschuldigung? Dass in der Höhle des Trollkönigs auch nochmal so ein Stein sein könnte. Wir wussten ja nicht, wie wir in die Höhle des Trollkönigs genau reinkommen. Das kann sein, ja. Falls du dich entsinnst. Mhm. Da sind ja neue Spinneneier. Da haut er erstmal drauf. Ich wollte draufhauen, aber das ging nicht. Ich war instant im Kampf. Ja, jetzt einmal dein Wirbelbums und ne, Ende Gelände. Wirbelbums. Do it. Oh, der ist gar nicht dran. Ja, dann halt dein Geblitzdingsel da für alle. Ich hab's mir so schön vorbereitet. Er kann erzielen. Peilung. Sag ich doch, dein Wirbeldings. Kill's alle. Jetzt triffst du nur die ersten 2. Nein, so viel. Easy, gar kein Problem. Gab keine Erfahrungspunkte, weil keine Spinnen rausgekommen sind. Oh. Aber dafür sind wir mit dem Kampf durch. Ich weiß gerade nicht, wohin das geht. Ich laufe hier nur. Wir müssen hier hoch. Sagt meine Karte. Mein Navi. Wir sind bald da. Angeblich im zweiten sind es übrigens 14.
Insgesamt gibt es 15. Okay. Also man braucht nicht mal alle. Nein, aber wir sind noch weit davon entfernt. Okay. Na dann. Wir haben irgendwie alle Quests angefangen scheinbar und nicht zu Ende gemacht. Das erklärt einiges. Nein, ich habe keine Ahnung, wohin ich latsche. Wir sind irgendwo in da Richtung... Sind der ja, sind der Leere. So einen anschießen. Du hast angelegt, ja? Ja. Hast du Schaden gemacht? Nö. Unverwundbar! Ja, das ist doch kacke. Wie sollen wir denn an dem vorbeikommen? Es hieß damals ja hier, ne? Die Dämonen kannst du nur mit Tenebrum besiegen. Luppidee! Du siehst, ne? Ich hab dreimal drauf gehalten. Ich hab dreimal nur einen Schaden gemacht. Ja, oh, guck mal, da kommt noch mehr. Umarm ihn doch einfach. Vielleicht hilft das. Wir brauchen irgendwas, um die Aura der Leere zu vernichten. Frage, klappt das vielleicht mit dem komischen Zauber, den wir haben? So wie wir die ungültiges Ziel. Vielleicht, ne? Alles ungültiges Ziel. Ja, und jetzt? Ja, wir machen keinen Schaden. Neu laden. Und jetzt? Kommen wir da jetzt rein? Wir kommen halt über einen anderen Weg rein. Das Problem ist, dann kommen wir halt wieder auf irgendwelche leeren Dämonen. Das hatten wir ja schon mal. Da sind wir ganz links rangegangen. Oh, Scheiße, wir haben auch so ge... Ja, ich war zu langsam, sorry. Lad nochmal neu und dann laufen wir schneller. Müssen ja irgendwie wegkommen auch von denen. Das Spiel sagt ja auch am Anfang, hey, der Gegner, also laufen, laufen, laufen. Panisch weglaufen! Läufst du schon? In 3, 2, 1! Ah! Okay. Ja, man kann ja fliehen. Ah ne, wir können nicht fliehen, weil ich den Scheiß hab. Neu laden und du musst uns ganz schnell wegteleportieren, egal irgendwo hin. Das ist eine gute Idee. Das ist, glaube ich, das Letzte, was uns übrig bleibt. Weg. Hallo Dämon, tschüss Dämon. Ich werde euch alle verdammt, sie sind weg. Ja, und jetzt? Ja, das ist halt so eine andere Frage. Kann ich auf jeden Fall die andere Waffe wieder anlegen, denn Tenebrium-Waffen bringen ja scheinbar einen Scheiß. Jo. Aber damit sind wir jetzt immer noch keinen Schritt weiter, ne? Nee. Ich bin auch gerade echt aufgeschmissen. Ich weiß nicht, was man machen muss, um die jetzt zu besiegen. Ich kann nur im Internet gucken. Ja, mach das mal. Weil ich bin der Meinung, das Spiel hat uns gesagt, so, hey, du brauchst die Nebrum-Waffen. Bin ich felsenfest der Überzeugung von. Die Void Aura ist das, ja, so Void Aura.